In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, warum eine Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre notwendigerweise zu einer Erwärmung der Erde führen muss. Das werde ich Ihnen grafisch näher bringen und ich bezeichne das gerne als Global Warming auf dem Bierdeckel. Es wird Ihnen auch zeigen, dass die Erwärmung sehr grundlegenden physikalischen Eigenschaften zugrunde liegt. Wir starten wieder von der Strahlungsenergiebilanz der Erde, beziehen jetzt aber auch die vertikale Komponente der Atmosphäre mit ein. Dazu zeichne ich einmal auf der Y-Achse die Höhe über dem Erdboden und auf der X-Achse die Temperatur. Heute, in unserem heutigen Klima, beträgt die globale Erdmitteltemperatur am Boden ungefähr 288 Kelvin. Das entspricht rund 15 Grad Celsius. In der Troposphäre, also in den untersten 12 Kilometern der Atmosphäre, wird Energie sehr gut vertikal durchmischt durch Konvektion und andere Transportvorgänge. Das heißt, wir haben einen vorgegebenen Abfall der Temperatur in der Troposphäre mit der Höhe. Dieser Abfall geht bis zur Tropopause, ungefähr auf einer Höhe von 12 Kilometern. Darüber ist die Stratosphäre, wo wir die Temperatur als konstant in der Vertikalen annehmen können. Wir haben gelernt, dass die Erde Energie entsprechend ihrer thermischen Abstrahlung in den Weltraum emittiert. Wir hatten auch gesehen, dass diese thermische Abstrahlung 240 Watt pro Quadratmeter entspricht. Wenn wir nun das Stefan-Boltzmann-Gesetz zu Rate ziehen, dann sehen wir, dass diese 240 Watt pro Quadratmeter einer Temperatur von 255 Kelvin entspricht. Das bedeutet, die Erde verliert ihre thermische Abstrahlung nicht durch thermische Abstrahlung des Erdbodens, sondern in einer höheren Schicht der Atmosphäre. Wir nennen diese Schicht das Emissionslevel. Dieses Emissionslevel liegt etwa bei 5 Kilometern. Dies ist der Zustand im heutigen Klima. Also sagen wir mal grob unter einmal CO2-Bedingungen. Wenn wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre nun erhöhen, so erhöhen wir die optische Dicke der Atmosphäre. Die Photonen, die thermischen Photonen, die in den Weltall, in das Weltall abstrahlen, müssen von einer höheren Atmosphärenschicht kommen. Das heißt, das Emissionslevel muss sich nach oben verschieben. Gleichzeitig muss dieses neue Emissionslevel, was höher in der Atmosphäre liegt, immer noch einer Temperatur von 255 Kelvin entsprechen, weil wir immer noch 240 Watt pro Quadratmeter in das Weltall abstrahlen müssen. Das Emissionslevel selber muss bei einer Temperatur von 255 Kelvin liegen. Das heißt, wir können diesen Punkt hier fixieren. Dann wissen wir wieder, dass die vertikale Temperaturstruktur der Atmosphäre im Wesentlichen durch Konvektion und andere Vertikalbewegungen vorgegeben ist. Das heißt, wir können diesen Temperaturpunkt hier Richtung Erdoberfläche extrapolieren. Das ist der Zustand für 2 mal CO2. Wir sehen also, dass ich die Erdoberflächentemperatur erhöhen muss um einen bestimmten Betrag. Ich will ihn Delta TS nennen. Wenn wir nur den reinen CO2-Effekt hätten, so würden wir eine Temperaturerhöhung um ungefähr 1 Kelvin finden oder 1 Grad Celsius. Tatsächlich gibt es im Erdsystem viele Rückkopplungen, die die Temperaturerhöhung verstärken. Vor allem durch Wasserdampf, das wichtigste Treibhausgas der Atmosphäre, aber auch durch Wolken- oder Albedo-Rückkopplungen. Unsere beste Abschätzung für die Temperaturerhöhung und eine Verdopplung von CO2 ist heute ein Bereich von etwa 2,5 Kelvin bis 4,5 Kelvin. Ich hoffe, Ihnen damit gezeigt zu haben, dass die Erhöhung der Temperatur durch eine Erhöhung des CO2-Gehalts aus grundlegenden physikalischen Prinzipien der Atmosphärenphysik folgt.